Bremen in Berlin. Der Ausblick auf den Bundesrat mit Staatsrat Dr. Olaf Joachim. Liebe Freundinnen und Freunde der Landesvertretung Bremen, an diesem Freitag kommt der Bundesrat wieder zusammen. Diesmal zur 1009. Sitzung. Zum ersten Mal nach der Bundestagswahl. Erfahrungsgemäß wird es so kurz nach einer Wahl eine überschaubare Tagesordnung geben. Nichtsdestotrotz arbeitet der Bundesrat weiter. So stehen einige wichtige Personalien auf der Tagesordnung. Es wird ein neues Präsidium, neue Ausschussvorsitzende und weitere Personalien für das Geschäftsjahr 21 und 22 gewählt und bestimmt. Im jährlichen Wechsel geht der Bundesratsvorsitz an ein neues Bundesland. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Hasselhoff, gibt das Amt an den Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, weiter. Für Bremen stellt sich Bürgermeisterin Dr. Maike Schäfer zur Wiederwahl im Verkehrsausschuss des Bundesrats zur Verfügung. Aber auch weitere inhaltlich wichtige Anliegen gibt es am Freitag. So wird der Bundesrat sich abschließend mit einer Änderung des Bußgeldkatalogs für Verkehrsverstöße befassen. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit insbesondere der schwächsten Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Die Beschlussfassung über den nun vorliegenden Verordnungsentwurf beendet eine längere Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern. Der Bund hatte eine im letzten Jahr vom Bundesrat beschlossene Verordnung wegen aus seiner Sicht bestehender Rechtsmängel nicht umgesetzt. Der Kompromiss ist in der Verkehrsministerkonferenz unter Vorsitz von Bürgermeisterin Dr. Maike Schäfer verhandelt worden. Sie wird dazu auch im Bundesrat sprechen. Außerdem stimmt der Bundesrat über den Vorschlag der Bundesregierung ab, die Regelsätze für das Arbeitslosengeld II, die Sozialhilfe, die Grundsicherung im Alter und für die Erwerbsminderung anzupassen. Bremen begrüßt diese Anpassung, wird aber zusammen mit Thüringen eine Protokollerklärung abgeben. Aus Sicht Bremens und Thüringen ist die vorgesehene Erhöhung unter der Berücksichtigung der gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht ausreichend. Außerdem fordern beide Länder die Einführung einer Kindergrundsicherung. Alle Informationen, die Tagesordnung und Beschlüsse nach der Bundesratssitzung finden Sie wie gewohnt auf derbevollmächtigte.bremen.de.